Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen. Hier bin ich wieder. Guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr bereit seid, euren Geist für den Geist Gottes zu öffnen. Schön, dass ihr bereit seid, diesen Tag mit Gott zu verbringen. Hast du dir schon mal nachgedacht, hast du dir schon mal überlegt, was es heißt, einen Tag wirklich mit Gott zu verbringen? Wirklich diese Welt loszulassen. Wirklich bereit zu sein, alle Gedanken, alle Ideen, alle Glaubenssätze, alle Planungen, alle Organisation des Tages vollkommen loszulassen. Für einen Moment hier stillzustehen und einfach zu sagen, ich weiß nichts. Ich habe keine Ahnung. Es ist ein völlig neuer Tag. Ich bin hier zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf diesen Tag schauen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Tag verbringen soll. Ich bin vollkommen offen. Ich lasse mich vollkommen führen. Ich lasse mich vollkommen überraschen. Dieser Tag, dieser Moment hat nichts mit gestern zu tun. Hat nichts mehr mit meinen Ideen zu tun, was geschehen soll. Mit meiner Beurteilung, was gut heute für mich wäre und was schlecht für mich wäre. Hat nichts mehr damit zu tun, dass ich bestimmen würde, wie er ausschaut, wohin ich gehen will, was ich tun soll und was ich sprechen soll. Wie wäre es für einen Moment einfach komplett hier sozusagen nackt zu sein und nichts mehr zu wissen? Neu geboren zu werden in diesem Moment und aus dieser Neugeburt heraus völlig neu zu sein. Still zu stehen. Im Moment kommt zu sein. Und mich an meinem Vater zu wenden und zu sagen, Vater, was willst du, dass ich heute tue? Was willst du, dass ich heute spreche? Wohin willst du, dass ich heute gehe? Wäre das nicht ein Tag der Stille? Des stillen Hörens auf seine Stimme und des vollkommenen Vertrauens, mich von ihm führen zu lassen. Wie ein kleines Kind, das sich von seinen Eltern führen lässt, das keine Ahnung hat, das sich noch kein Bild macht über irgendetwas, das nur vollkommen vertraut, dass es auf einem Weg geführt wird und dass dieser Weg mir nur glückliche Sachen bringt, nur glückliche Erfahrungen bringt, dass göttliches Wissen mich führt, dass ein
total liebevoller Vater mich führt, der nur das Beste für mich will, der mich herausholen will aus dieser Ideen der Vergangenheit, aus dieser Schwere von Raum und Zeit, der mir in jedem Augenblick ein Wunder schenkt. Das Wunder des Hier und Jetzt, das Wunder des Lebens, das Wunder der Leichtigkeit. Kannst du dir vorstellen, wie leicht es dann wird? Wie unbeschwert es wird? Wie spontan es wird, wenn ich mich führen lasse? Fühlst du es? Bist du bereit, dich in dem Vollkommen hinzugeben? Nicht nur ein bisschen dein Vollkommen, diesen Christusgeist, diesen Geist jenseits von Raum und Zeit, diesen Geist, der in jedem Moment komplett neu ist und der mich führt. Auf sanften Wegen, auf Wegen der Glückseligkeit und des Friedens. Bin ich bereit, heute all meine Ideen, all das, was ich glaube gelernt zu haben, über diese Welt, über diesen Tag, für einen Moment vollkommen loszulassen, oder bin ich bereit, für einen Moment vollkommen zurückzutreten, mir alles komplett neu zeigen zu lassen? Was braucht es dafür? Nur Bereitschaft. Nur die Bereitschaft, nur die Sehnsucht, diese innere Sehnsucht. Ich will völlig einen neuen Tag heute erleben. Ich will völlig mich führen lassen. Ich bin bereit, mich völlig überraschen zu lassen. Oh ja, es sind viele Überraschungen warten auf dich, warten auf mich. Das ist ein Tag des Gottesdienstes. Das ist ein Tag, den wir wirklich Gott hingeben, dieser inneren Führung hingeben, wo wir heraustreten aus unserem Wissen, aus dieser Kleinheit des Wissens, dieser Kleinheit der Ideen, aus diesen ewigen Wiederholungen. Ein Moment schaut gleich aus wie der andere, weil ich verwende immer nur die Vergangenheit und projiziere sie auf die Zukunft. Und jetzt lassen wir das Wunder eintreten. Und jetzt lassen wir uns von dem Wunder befreien. Und schenken diesen Tag Gott und seiner Führung und seiner Weisheit und seinen Überraschungen. Danke, mein lieber Bruder. Danke für deine Bereitschaft. Danke, dass du ein Abenteurer bist auf dem Wegen der Erlösung, auf dem Wegen des Erwachens, dass du bereit bist, völlige Freiheit anzunehmen. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Dafür dank dir das ganze Universum. Wenn dein Licht angeht, dann gehen alle Lichter im Himmel an, weil alles mit uns verbunden ist. Und so wünsche ich dir heute einen wundervollen, wunderbaren, völlig gesegneten Tag, wo du Glück erfährst jenseits deiner kühnsten Vorstellungen.
Und lass dich überraschen, mein Bruder. Ich danke dir und ich umarme dich. Und wir sehen uns in einem Augenblick des Aufgehens, der Sonne, des Lichtes, des Himmels über uns. Danke. Und wir sehen uns in einem Quantenmoment der Transformation unseres Geistes, der Metamorphosis. Danke.